Moin Leute, ich mal wieder an Tag 9, Tag 9 von Corona. Ich gehe mal davon aus, dass Corona ist, das was man so als Corona, Covid-19 oder so bezeichnet. Ja? Und ich sage, und ich kann das mit Frauchens Unterstützung sagen, es dauert ungefähr 10 Tage, morgen ist der 10. Tag. Und ihr müsst das nicht, das ist jetzt kein super wichtiges Video, das ist nur so ein Video, so eine Bestandsaufnahme, damit man im Nachhinein mal weiß, oder ich weiß, wie ich mich da so gefühlt habe und ja, wie ich so darüber denke. Ja? Also, erstens kann ich ganz deutlich sagen, das ist mir in der ganzen Zeit nicht so vorgekommen wie eine Atemwegserkrankung. Also wie eine Erkrankung, die auf die Atemwege schlägt. Da hätte ich jetzt erwartet, Riesenrotz, es läuft dir aus den Nasen raus, aus den Nasenlöchern raus, du kriegst keine Luft, du hast was weiß ich, Halsschmerzen, du hast Atembeschwerden. Nein, ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Hatte ich überhaupt gar nicht. Ja? Luft war immer da, die Atemwege waren frei. Das war überhaupt nicht das Thema. Ja? Ich sage jetzt wahr, weil ich merke, dass es mir deutlich besser geht. Ja? Am 9. Tag. Ja? Habe auch wieder Tests gemacht mit Riechen und sowas alles. Also funktioniert wieder. Kommt so langsam wieder, sagen wir so. Ja? Das Schlimmste ist, das hätte ich mir nicht gedacht, das sind diese Gliederschmerzen. Es tut einem alles weh. Jeder Knochen im Leib tut einem weh. Beim Bewegen, beim Aufstehen, beim Laufen. Du hast zu nichts Lust. Du bist total antriebslos. Ja? Aber hast Luft. Also Luft ist immer da. Ne? Aber es. Und wir mussten ja immer mit den Hunden los. Ne? Wir sind ja jeden Tag mit den Hunden gelaufen im Wald. Ne? Da bist du kaum 300 Meter gelaufen, dann bricht dir der kalte Schweiß aus. Ne? Aber haben wir ignoriert und sind weitergelaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob das gut war oder schlecht, aber es hat auch nicht geschadet. Ne? Soll heißen, also wenn das eine Atemwegserkrankung ist, ne, dann habe ich es nicht so empfunden. Für mich war das Schlimmste die Schmerzen in den Knochen, ne, in den Gelenken, überall. Und du bist total müde. Du hast so nichts Lust. Du bist total antriebslos. Ja, du willst einfach nur dich hinschmeißen und schlafen. Und ich glaube, genau das ist auch das Mittel der Wahl. Ne? Also, sich gar nicht groß stark machen und meinen, man müsste, sondern einfach nur geschehen lassen. Sondern das geschehen lassen, was der Körper eigentlich braucht und will. Der will nämlich Ruhe, der will einfach nur schlafen, sich gesund schlafen. Hat man früher bei uns schon gesagt, als Kinder. Und ich glaube, das ist genau das Mittel der Wahl, was hier angebracht ist. Da, Medikamente helfen nichts. Ich habe es auch mit Aspirin plus C, was immer so mein Wundermittel ist, probiert. Aber nützt nichts. Ja? Und ja. Ansonsten kann ich sagen, also es fühlt sich nicht gut an, ja, aber es ist nicht, wo man sagt jetzt, oh ja, jetzt ist es aber wirklich ernst oder so, ne? Also war es bei mir und bei Ulrike jedenfalls nicht. Ne? Ich kann also jedem nur Hoffnung machen, haltet durch und schlaft. Legt euch aufs Sofa, Kopf hinten in die Kissen und wenn das sein soll, Augen zu, fertig. Ja, das ist, war so mein Rezept und das hat ganz gut funktioniert. Auch wenn man, also 9 Tage oder 10 Tage sind, können verdammt lang sein. Ja?
aber ich bin guter Dinge. Ich lade auch schon wieder Blackie auf, weil morgen soll das ganz gutes Wetter sein und ich will fahren. Ich muss noch mal eine Runde fahren. Ich muss mehrere Runden fahren. Ich bin ja nur aus dem Wohnzimmer hierher gefahren. Ja, das ist ja gar nichts. Also so ein bisschen Feeling muss ich wieder kriegen. Und das will ich jetzt auch. Ich fühle mich wieder ganz gut. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich will eigentlich nur denjenigen, die es jetzt haben, und da zählt ja jetzt Susi auch zu, Hoffnung machen. Und erstaunlich ist ja, guck mal, wir hatten diese 3 Jahre, was haben sie da von Inzidenzen erzählt, ne? Wie hoch die waren, was da für eine Gefährdung quasi war. Da haben wir nichts von mitgekriegt, nichts, gar nichts. Wir waren die 3 Jahre gesund wie ein Fisch im Wasser. Jetzt ist der ganze Scheiß vorbei anscheinend und jetzt erwischt es uns. Ist doch irre, oder? Irgendwas kann doch da nicht ganz stimmen. Also ich sage, irgendwas stimmt da nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Ne? Da stimmt irgendwas nicht. Aber was? Das wissen wir nicht. Das wird uns auch nicht gesagt werden. Ne? Jedenfalls war diese ganze Geschichte... Ja. Nein, das sage ich jetzt nicht, sonst... laufe ich wieder Gefahr. Ne? Jedenfalls scheint die Gefahr doch jetzt für einen wie mich jedenfalls größer zu sein. Denn ich habe es ja jetzt erwischt und mich hat es ja jetzt erwischt. Und ich in diesen 3 ganz hochgefährlichen Jahren. Komisch, oder? Das nur mal so am Rande. Ne? So. Wir wollen uns jetzt auch wieder von dieser Geschichte abwenden. Wir wollen jetzt wieder praktisch denken. Und zwar hier, zweiradmäßig. Ich hoffe, dass ich morgen fahren kann und dann machen wir wieder ein Video. Und dann bin ich wieder gut drauf. Tschüssi, bis Danny. Tschüss. Und MotoGP gucken heute Abend noch. 20:15 Uhr Rennen. Tschüss.